Hallo und herzlich willkommen bei RoomUp TV. Mein Name ist Anni und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch den Hytron 600 vor von Parador. Das ist ein Laminat, das sogar für Badezimmer geeignet ist. Parador hat zum ersten Mal einen Laminatboden auf den Markt gebracht, der für Feuchträume geeignet ist. In diesem Video gehen wir auf folgende Themen ein. Als erstes die Vorteile des Hytron 600, dann dessen Aufbau und technische Daten. Im dritten Punkt gehen wir auf das Zubehör und die benötigten Werkzeuge der Verlegung ein. Im vierten Punkt zeigen wir euch die schwimmende Verlegung. Und im fünften Punkt möchte ich euch ein paar Tipps zur Reinigung und Pflege geben. Kommen wir nun zuerst zu den Vorteilen vom Hytron 600 von Parador. Er weist eine robuste und abriebfeste Nutzschicht auf und ist dazu auch gewerbegeeignet. Die Holzfasern sind aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist daher auch mit dem blauen Engel ausgezeichnet. Das Hytron im Namen steht auf die Wasserresistenz, die durch die wasserfeste Oberfläche und Rückseite mit einer quellarmen HDF-Trägerplatte gegeben wird. Das Laminat bietet bis zu 24 Stunden Schutz bei stehendem Wasser und entsprechend ist er auch Feuchtraum geeignet und hat dazu eine wasserabweisende Speziallackierung. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, und zwar den Aufbau und den technischen Daten. Die Oberfläche besteht aus abriebfesten und wasserundurchlässigen Melanin-Overlay. Darunter folgt das Dekorpapier in Holzoptik. In die Struktur der Nutzschicht ist die Optik der Holzdekore mit eingearbeitet, was für eine realistische Haptik sorgt. Das Kernstück besteht aus einem besonders quellarmen HDF-Träger, an dessen Seiten das SafeLock Pro-Klick-System integriert ist. Zuletzt folgt der Gegenzug, welcher die Trägerplatte vor Feuchtigkeit von unten schützt und die gesamte Stabilität erhöht. Der Gesamtaufbau beträgt 9 mm und vom Format wird der Belag als Standarddiele mit den Abmessungen von ca. 129 cm auf 24 cm Länge mal Breite angeboten. Parador weist für den Laminatboden die Nutzungsklasse 23 und 33 aus, was bedeutet, dass ihr den Boden im kompletten Wohnbereich, aber auch in intensiv genutzten gewerblichen Bereichen wie Hotels, großen Verkaufsflächen oder Restaurants verlegen könnt. Durch die antistatische Oberfläche verbunden mit der Beständigkeit gegenüber Zigarettenglut und Funken kann man den Laminatboden auch in Messen oder in Wendbereichen verlegen. Der Belag ist auch emissionsgeprüft und ist daher auch für Kinder und Allergiker geeignet. Kommen wir nun zum dritten Punkt, und zwar dem Zubehör und dem Werkzeug. Schauen wir uns zunächst einmal das Zubehör an. Da verwenden wir eine Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse und es wird auch keine PE-Folie zusätzlich benötigt. Dazu ist es wichtig, dass wir die Stöße mit einem Aluband fixieren. Durch die hohe Elastizität der Unterlage wird auch die Begehbarkeit noch komfortabler. Bei den Sockelleisten habt ihr die Auswahl zwischen weißen oder dem passenden Dekor. Parador bietet zusätzlich wasserfesten Sockel an, der ohne Bedenken auch in Feuchträume montiert werden kann. Dazu gibt es noch solche universalen Außen- oder Innenecken in der passenden Farbe, falls ihr nicht auf Gärung schneiden wollt. Parador bietet zusätzlich auch Anpassungs-, Übergangs- und Abschlussprofile an. Daneben bietet Parador auch Leistenclipse an, die die Montage der Sockelleisten vereinfacht. Ihr könnt sie aber auch verkleben. Also das ist dann euch überlassen. Kommen wir nun zum Werkzeug. Und zwar benötigen wir dazu einen Zollstock, einen Bleistift, einen Winkel zum Anzeichnen, die Abstandskeile, ein Zugeisen und dazu noch einen Hammer. Dazu könnt ihr auch alternativ das Multitool verwenden. Und zum Schluss benötigen wir eine Säge oder einen Laminatschneider. So, die Trittschalldämmung haben wir schon ausgelegt, das Werkzeug liegt auch schon bereit und wir fangen jetzt mit dem ersten Brett an, in der rechten und hinteren Raumecke an, mit der Federseite zur Wand. Und da setzen wir auch schon die Abstandskeile, da sollte ungefähr ein Wandabstand von 9 mm gegeben sein. Es kann noch etwas mehr sein, aber Hauptsache der Sockel deckt am Ende die Fuge ab. So, das zweite Brett werden wir einfach hier Stoß an Stoß mit der Stirnseite anlegen, fallen lassen
Und das Ganze wird dann mit dem Zugeisen zusammengezogen. Fangen wir nun mit dem ersten Brett der zweiten Reihe an. Das habe ich schon zugeschnitten. Es sollte auf jeden Fall ein Abstand von 30 cm gegeben sein, also von Stoß zu Stoß, um später ein schöneres Verlegebild zu haben und dass die Stabilität auch besser ist. So, das wird jetzt einfach angewinkelt, eingeschoben und reingelassen. Um die Längsseite noch ein bisschen anzuschieben, nehmen wir noch das Multitool und können das quasi noch ein bisschen dran klopfen. Beim zweiten Brett der zweiten Reihe wird es jetzt etwas kniffliger. Dann nehmen wir das Multitool und legen es quasi unter das erste Brett, dass der Winkel gegeben ist, dass es auch einfacher ist zu verlegen. Dann wird an der Stirnseite etwa bei einem Drittel eingesteckt. Und hier auch dieser Punkt ist wichtig, dass er schon eingerastet ist. Und das Ganze wird einfach dran geschoben. So, das Multitool kann jetzt entfernt werden. So, beim letzten Brett der Reihe können wir ganz einfach den Abstand messen oder wir drehen das Brett um 180 Grad, nehmen zur Hilfe nochmal die Abstandskeile und können es dann quasi einfach hier am Stoß anzeichnen. Und das wird jetzt zugesägt. So, wir haben das Brett jetzt zugesägt. Das wird jetzt quasi wieder mit der Längsseite eingewinkelt und mit dem Zugeisen zusammengeschoben. So, wir haben jetzt den Hydron 600 verlegt. Jetzt können wir auch schon die Abstandskeile entfernen und danach dann quasi den Sockel montieren. Den kann man ja quasi mit den Clipsen montieren oder auch kleben. So, da haben wir jetzt einmal, wie gesagt, den passenden Dekor oder eben eine weiße Leiste. Das ist dann Geschmackssache. Kommen wir nun zum letzten Punkt, und zwar der Pflege und der Reinigung. Nach jeder Verlegung sollte eine Bauschussreinigung durchgeführt werden oder eben dementsprechend die Unterhaltsreinigung, die gelingt durch nebelfeuchtes Wischen oder Absaugen des Laminats. Für die Grundreinigung verwendet man am besten ein Pflegeset von Parador oder so einen Bodenreiniger. Und zum Reparieren von stärkeren Kratzern und Beschädigungen haben wir ein extra Video gemacht, das verlinken wir hier oben rechts. Es sollte auf jeden Fall keine Dampfreiniger sowie Scheuermittel oder Heißdampfreiniger benutzt werden, da sie die Optik eintrüben können. Für den Werterhalt des Bodens empfehlen wir Schmutzfangmatten in Eingangszonen oder Filzkleider für Möbelfüße, um eben den Verschleiß und den Abrieb des Bodens langfristig zu reduzieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und falls ihr weitere Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen oder uns telefonisch und per E-Mail erreichen. Abonniert uns gerne oder auf unseren Social Media Kanälen, um keine Trends und Tipps mehr zu verpassen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Roomup-Team.